Ja, servus, hier ist der Peter. Das Bild kennt ihr vielleicht, ne, vom letzten längeren Video. Da habe ich den Wario vorgestellt. Der war fast fertig. Jetzt sind, ich glaube, 2 Jahre rum und knapp 30.000 Kilometer haben wir mit unserem, ja, Cedi heißt er inzwischen, gefahren. Denn unsere kleine Tochter, mittlerweile auch schon fast 7, die sagt zu dem Landy, ist ja klar, ist ein Land Rover und ziemlich einfach. Und dann wollte sie wissen, was ist denn das? Ist das ein Mercedes? Also heißt sie Cedi. Okay, also 30.000 Kilometer, 2 Jahre. Es gibt eigentlich, ist mir diese eigentlich, ne? Nichts zu bemängeln. Was haben wir verändert? Wir haben Solar auf dem Dach, ne? Also irgendwo da hinten oben. Da, genau. Wir haben 130 Watt. Ich hatte ja damals auch keine Ahnung oder nicht viel, habe mich da mehr oder weniger beraten lassen und bin dann irgendwann ausgestiegen bei Preisen. Ja, und habe dann gedacht, naja, das ist wie mit vielem. In Deutschland haben wir ja immer das Problem, ne? Wenn es nichts kostet, taugt es nichts. Aber ich glaube, einige haben inzwischen verstanden, dass es Quatsch ist. Also 130 Watt auf dem Dach, aber 500 Amperestunden Gel-Batterien. Wir hatten nie ein Problem, selbst bei schlechterem Wetter haben wir immer genug Strom. Jetzt ist natürlich die Frage, für was brauchst du Strom? Wir nutzen den eigentlich nur für den Kühlschrank. Der ist recht, ja, energiesparend. Können ja gleich drin noch mal gucken. Dann hängt aber zum Beispiel die komplette Musik, ne, der ganze Kram, also unser Radio. Kann man ja da oben sehen, unser Infotainment. Das ist dieses Smart Radio. Und ich mag Musik, also dicker Verstärker und Sound. Das läuft halt alles über 12 Volt. Das heißt, bin ja auch schon mal irgendwie 3000 Kilometer am Stück gefahren, also mit Pause natürlich und Übernachtung. Und bei Regen und Schnee und allem. Und dann kam halt kaum Strom rein und das war so das einzige Mal, dass wir irgendwie auf, ich glaube, 60% kamen vom Batteriestand. So. Und klar, man kann ja irgendwo aufladen oder in der Sonne stehen. Also das ist ruckzuck, wenn die Sonne so scheint wie heute. Strahlend blauer Himmel und die Temperatur ist eigentlich ziemlich egal. Dann sind die Batterien eigentlich immer voll. Da hat man nie Probleme. Das habe ich mir nur gedacht, klar, wenn man jetzt öfter auch mal nachts fährt, ne? Also wir haben uns jetzt angewöhnt, wegen unserer Tochter irgendwie abends loszufahren in die Nacht rein und dann produziert das Ding ja keinen Strom. Und Sound und Licht und so brauchen halt ein bisschen. Und dann haben wir uns jetzt noch so einen Ladebooster verbaut. So, kann man da vielleicht sehen, so ein Teil. Der dann halt während der Fahrt die Kiste auflädt. Ja, man könnte es schöner bauen. Ich fand die Lösung da unten jetzt eigentlich ganz gut, weil ich. Ja, 99% steige ich bei der Schiebetür aus. Es ist ganz selten mal vielleicht an der Tankstelle oder so, dass ich halt hier über den Eingang rein und raus gehe. Aber es stört auch nicht das Teil, weil ich trete ja hier drauf und ich komme gar nicht in die Nähe von den Kabeln. Also von daher war das okay. Aber logisch, wenn man das vorher mit eingeplant hätte, hätte man es irgendwo schöner verbauen können. Aber so komme ich auch dran, weil wir hatten nämlich letztens mal, waren unsere Starterbatterien im Eimer und dann haben wir Starthilfe bekommen und habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Dann hat es da die Sicherung vom Ladebooster rausgehauen und dann ist ja ganz gut, wenn das Ding irgendwo ist, wo man dran kommt. So. Ja, ansonsten von außen hat sich eigentlich nicht viel verändert. Also nach 2 Jahren und 30.000 Kilometer sieht er immer noch gut aus. Er ist auch nicht gewaschen. Also das ist einfach so, das Autochen. Ja, hier hinten, ja, das kann man nicht erkennen, aber
keine Ahnung, da ist ein bisschen Schmutz. Vielleicht, wenn ihr seht, ihr einen Unterschied an der Hecktüre. Ne? Da haben wir jetzt diese Pushrack-Teile verbaut für die Fahrräder. Und zwar hat es zwei Gründe. Ein Hauptgrund war, wir hatten ja vorher diesen Thule E-Lite Van oder wie das Ding heißt. Das war hier an der rechten Türe. Das war auch okay. Das Problem war nur, dass die Tür ja hier oben kein Riegel drin hat und dann kommt die da oben raus. Und dafür hatte ich mir dann auch da oben diesen Riegel hingeschraubt, was auch nochmal ein zusätzlicher Schutz ist. Wenn man mal irgendwo Schutz braucht, braucht man nicht. Aber es war halt immer nervig, ne? Das Ding innen zuriegeln, da durch den Vorhang greifen und nee, lass mal die Ruhe. Und dann habe ich im Urlaub diese Pushrack-Sachen gesehen und fand die cool. Und der zweite Vorteil ist halt, wenn jetzt keine Fahrräder da dran sind, dann hast du halt kaum Aufbauhöhe, das stört überhaupt nicht. Und ansonsten sind die Dinger einfach dran gehängt und es klappt. Die dritte Veränderung, was auch immer. Also zum einen habe ich jetzt nach 2 Jahren geschnallt, oder ich habe mir immer Gedanken gemacht, wo machen wir denn die bescheuerten Keile hin, ne? Die irgendeine Kiste und das Auto bauen und meine, der Kofferraum wird dann doch irgendwann auch noch voll. Obwohl der ja gar nicht so klein ist. So. Also da geht ja schon noch ein bisschen was rein. Und dann dachte ich, irgendwie wollte ich die Tür noch verkleiden. Habe ich jetzt aber irgendwie sein lassen. Mal gucken, ob uns da noch was Schönes einfällt. Aber dann dachte ich, komm, wir schrauben ja einfach mal so eine Dachlatte hin und schieben die Dinger da oben rein. Und da auch. Und fertig. Und wir haben neue Stühle. Endlich welche, auf die man sich setzen kann, die nicht zu groß sind, die eine Kopflehne haben, wo man halt den Kopf noch anlehnen kann. Und die kann ich da auch einfach dranhängen. Und dann noch mehr Platz im Kofferraum. Mit allem, was wir so mitnehmen. Da ist noch unser Duschvorhang mit Magnethalterung. Und da unten sind noch die witzigerweise Beinteile, die kann man hier dran machen und dann hast du einen richtigen Liegestuhl, also ein Traum. Ich weiß nicht, ob es beim letzten Video schon war, kann man das irgendwie sehen, ne? Da kann man jetzt nicht mehr durchgucken, also da ist jetzt unten noch eine Platte drin, so dass der Kofferraum bis auf da hinten, dass man nochmal zur Elektrik kann, einfacher und Wasserboiler für die Dusche, ist jetzt auch alles zu, so dass da nichts mehr nach vorne fliegen kann. Hier ist unsere Außendusche. Ich glaube, hatte ich die irgendwo schon mal vorgestellt. Also, ne, da haben wir jetzt richtig auch eine gescheite Armatur, Druckarmatur und ordentlich warmes Wasser. Und hier außen kommt dann mit Magnet unser Duschvorhang hin und dann läuft die ganze Kiste. Was hat? Läuft auch noch. Die war sehr schwergängig irgendwann. Und WD-40 hilft, das Ding ist wie neu. Da oben, weiß nicht, kann man es sehen, die kleinen Fenster, da brennt immer die Sonne durch irgendwie, aber sind auch schön die Fenster. Habe ich jetzt mit schwarzer Folie von innen dicht gemacht, so dass man zwar noch irgendwie gescheit rausgucken kann, aber von außen nicht mehr so viel Sonne reinbrutzelt. Tja, Innenraum. Schaut mal, kann man das irgendwie erkennen da unten? Da ist jetzt alles in diesem Grau gehalten. Ne? Da gab es ja mal irgendwo Beschwerden. Wobei Beschwerden ist ja relativ, ne? Ich meine, Geschmack ist Geschmack. Aber wir haben jetzt eigentlich alles hier unten, auch da um die Schaltzentrale, der ganze Sockelbereich und so weiter, das ist grau. Alles relativ einheitlich, grau, weiß, silber. Das Einzige, was noch grün ist, ist da vorne unser Radio, weil das sollte irgendwann auch nochmal geändert werden, aber mal gucken wann. Und was das letzte Mal noch nicht fertig war, waren die Fensterrahmen. Das war ja so ein bisschen schwieriger, weil die unten breiter sind wie oben und all so ein Kram. Und wie es halt immer so ist, sollte von einem Möbelbauer aus dem Vollmaterial gefräst werden, der hat aber nie Zeit und dann dachte ich, komm, ich nehme mal ein paar Latten, guck mir das an
Und somit haben wir die jetzt so gebaut. Ist ganz okay, man hätte vielleicht weniger Schrauben rundum machen können, aber hat halt so ein bisschen technischen Eindruck. Und ich dachte, je mehr Schrauben, umso weniger Vibration. Und das Schöne ist, da vibriert auch nichts. Das ist bombastisch. Jo, unsere Deckelchen haben auch noch immer Druck, bleiben auch noch oben. Ne? Also auch nach 2 Jahren viel Nutzen, nichts abgenutzt. Und was gibt es noch? Gibt es noch irgendwas, was wichtig wäre? Jo, genau. Also unsere Tochter, also das Bett ist ja 1,40 lang hier hinten. Und wenn sie sich jetzt ganz ausstreckt und die Beinchen irgendwie nach vorne biegt, dann wird es irgendwie schon wirklich eng. Also mal schauen, was uns da einfällt, ob wir jetzt da hinten nochmal irgendwas dran bauen, das so schräg drin liegt. Das können wir so jetzt auch noch nicht direkt sagen. Küche funktioniert noch und ja, unsere IKEA-Schränke, also da wackelt auch noch nichts, ne? Also selbst Schotterpisten gefahren und so weiter. Die halten aus, da gab es ja auch immer mal Leute, die Bedenken hatten. Aber manchmal ist günstig halt auch nicht verkehrt und es war halt einfach, ne, hier quasi eine IKEA-Zeile reinzubauen. Das ist immer noch super stabil, da wackelt nichts. Was am letzten Video auch noch nicht war, ne, die Leisten sind alle jetzt weiß oder wie auch immer hier in diesem Taubenblau alles gemacht. Also da, ja, wir fühlen uns wohl in dem Autochen, sind immer gern unterwegs, auch manchmal nur Kurztrips am Wochenende. Mal 200-300 Kilometer irgendwo hingefahren. Und was gibt es noch? Ah ja, die Heizung. Haha. Wir haben ja so eine China-Heizung verbaut. Das Thema hatten wir ja auch schon. Klar, Webasto, Ebersbecher und wie die alle heißen, 2.000-3.000 Euro und mehr. Und ja, man kann ja nicht so eine billige Heizung verbauen und das ist gefährlich und all der Quatsch. Also ich glaube, wir sind alle so geimpft oder einige, ne, dass man immer denkt, ja, das, was man da so eingetrichtert bekommt, das muss sein. Also es muss teuer und mega hochwertig sein. Und es gibt auch mit Sicherheit Sachen, da ist es so. Also ich habe auch schon Lehrgeld bezahlt. Aber bei der Heizung, ne, also sagen wir 130 Euro zu 2.500 Euro, auch wenn wir kein Problem damit hätten, die 2.500 Euro dafür zu bezahlen, haben wir lieber gedacht, nee, das stecken wir lieber in Sprit und fahren damit einmal um halb Europa. Und ich muss sagen, jetzt nach 4 Jahren, weil die Heizung haben wir schon ganz am Anfang gehabt, als die Kiste noch im Rohbau war und hat im Winter auch schon hier drin geheizt, als das Baustelle war, das Fahrzeug. Die läuft einwandfrei und dann gab es ja immer auch so viele Videos, ne, mit dem Fehler, was sind das, E8, E9. Und das hatten wir jetzt wirklich mal auf einer Tour. Da war aber das Problem nicht direkt die Heizung, sondern die Leitungen dahin. Also gut, es kann natürlich sein, dass bei der billigen Heizung und dass der hohe Preis bei den anderen die 6 cm Kunststoffröhrchen sind, die vielleicht hochwertiger sind. Also da kam irgendwie Luft rein, die waren porös und dann lief das Ding halt immer gescheit, dass wir da halt Luft in der Dieselleitung hatten. Also diese paar Verbinder alle ausgetauscht, auch direkt unten an der Heizung, ne? Also das war so ein Stahlrohr. Das konnte ich selbst voll angedreht immer noch ein bisschen drehen, das habe ich dann mit Sekundenkleber eingeklebt und seitdem läuft die Heizung auch wieder fehlerfrei. Und vielleicht hat da ja einer einen Tipp. Sitzbezüge für eine Mercedes Sprinter Doppelsitzbank mit Gurten. Also wir finden nichts. Wobei das ja auch wieder relativ. Es gibt schon viele Sachen, die gefallen uns aber nicht. Das sieht dann alles aus so nach thailändischem Mini-Reisebus. Wer da schon mal unterwegs war, weiß, was ich meine. Also wir suchen eher sowas, ne? So einen schönen Canvas-Stoff, wie wir das vorne für die Sitze haben. Sowas halt für die Sitzbank. Das mit dem Schwarz gefällt uns halt noch nicht. Jetzt haben wir hier mal irgendwo in Südspanien ein schönes Tuch gefunden. Das haben wir da drum gewickelt. Ist aber noch keine Dauerlösung. Jo, die Kiste war zweimal beim TÜV.
Oder insgesamt dreimal. Ne, die Hauptzulassung, dann jetzt zweimal, jetzt dieses Jahr das dritte Mal. Sehen wir aber auch kein Problem, weil hat keinen Rost, sonst keine Beschädigung, läuft einwandfrei. Aber wir hatten das Problem und keiner konnte so richtig was dazu sagen. Und ich bin aber auch keinen anderen mal gefahren oder mal einen hier mitgenommen. Die Kiste war bretthart. Dann haben alle mal gesagt, oder die meisten, er ist halt ein LKW und der ist halt hart, ne? Das sind 6 Tonner und wir haben 4,7 Tonnen mit Wasser und Beladung. Wenn man noch eine Tonne reinladen würde, läuft er vielleicht ruhiger. Aber ich fahre jetzt nicht mit einer Tonne extra rum. Und ich hatte auch mal Pflastersteine geholt, die wahrscheinlich mehr wie eine Tonne waren. Und der war immer noch hart wie Beton, ne? Allein nur so mal über den Kanaldeckel fahren oder so schlechtere Straßen und oder Pisten. Da hat es hier drin gerumpelt. Aber das Schöne war, oder ist, also ist alles noch am Platz. Also es hat sich nichts locker gerüttelt, nichts kaputt gegangen. Das Einzige, was immer mal passiert ist, dass die Dinger hier dann so, wenn es zu war, runtergefallen sind. Also die haben sich so aus der Schiene raus bewegt. Das machen sie jetzt nicht mehr. Und zwar habe ich irgendwann gedacht, oder ich glaube, der Tipp kam sogar von irgendjemand anderem. Also habe ich noch nicht mal selber so 100% die Idee gehabt. Aber egal, die Stoßdämpfer sind wahrscheinlich zu hart. Stoßdämpfer, ich dachte, Blattfedern, ne? Blattfedern austauschen. Was soll so ein Stoßdämpfer dann da groß an Probleme machen? Also Stoßdämpfer raus. Für 800 Euro Dinger gehabt. Auch wieder so ein Thema. Habe ich bei Auto 24, habe ich von, ach, wie auch immer die heißen, keine Ahnung, Rittex Stoßdämpfer gekauft. Kosten 4 Stück, waren es 150 Euro oder so. Lass auch mal 3 Euro mehr sein, also auf jeden Fall ein Spottpreis. Habe ich gesagt, egal, ne? Also das wird jetzt einfach mal getestet. Die Dinger reingefahren. Jetzt fährt er wie ein Mercedes, wie eine S-Klasse. Super sanft, ne? Das Einzige ist jetzt, dass er halt, ja, merkt man das? Man hört es, ne? Naja, also man kann jetzt hier drin das Ding zum Schwanken bringen, das ging vorher nicht, aber ist ja auch egal. Dafür fahren wir jetzt sanft, es macht Spaß. Keine Angst mehr vor Boden, Unebenheiten und so weiter. Und mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Wie gesagt, ich bin kein YouTuber. Das geht hier nicht darum, um Klicks zu generieren. Einfach Informationen. Wer was wissen will, soll schreiben. Und ansonsten noch einen schönen Tag. Servus, der Peter.